Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Just Cause 3. Wir haben in der letzten Folge das Eden-Luftschiff noch fertig gemacht. Da war nämlich noch so eine komische Sache mit so einem Bavarium-Todesstrahl, der Medici komplett vernichten würde. Der, ja, so eine neue Art Fracking. Der zerstört einfach alles und saugt das Bavarium ein. Den haben wir nochmal eben kurz zerstört nach mehreren Anläufen. Und jetzt werden wir uns hier rüber begeben zu der wahrscheinlich, wie ich denke, letzten Mission. Dima ist ja bei der Befreiung von Falcao, beziehungsweise bei der Zerstörung von Falcao, gestorben. Wie ich finde, immer noch total unnötig. Aber sie ist gestorben und jetzt will Rosa, die wahre Herrscherin quasi von Medici, ja, die gute Herrscherin quasi, eine Ansprache halten und wahrscheinlich müssen wir nochmal eben gegen die Ravello kämpfen, beziehungsweise den finden und ausschalten. Aber das ist eigentlich nur Spekulation. Ich habe auf jeden Fall mal wieder eine Schnellreise hier rüber gemacht von dem Eden-Luftschiff. Das ist ja meilenweit von hier entfernt. Also das ist, ne? Habe ich mich hier oben hin teleportiert und ja, jetzt werden wir mal gucken, was hier unten bei der Story-Mission noch so abgeht. Wie gesagt, ich habe halt gar keine Ahnung, ja, ob wir jetzt großartig noch irgendwas machen müssen oder ob das einfach nur so eine Cutscene am Ende ist. Keine Ahnung, wir werden uns überraschen lassen. Ich verspreche euch, ihr Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Aus der Asche von die Ravellos, geliebten Flammen, wird Medici sich erheben. Das Volk von Medici wird sich erheben wie ein Phönix. Die freie Welt jubelt mit euch. Genießt euren Sieg, Bürger von Medici, denn heute endet dieser Krieg. Rico, für Dima, für ganz Medici. Die Ravello ist noch da draußen. Wir müssen ihn finden und ihn töten. Hey, wieso feiert ihr beiden nicht? Viele gute Männer sind gestorben, Annika. Wir haben gehört, dass ein großer Helikopter den zentralen Kontrollturm verlassen hat, bevor er eingestürzt ist. Wo ist er jetzt? Meine Quelle sagt, er ist in den Vulkan geflogen und bis jetzt ist er nicht wieder gesehen worden. Leute, wir können ihn nicht entkommen lassen. Wir kommen mit, lassen. Rico. Los, schnappen wir ihn uns für Dima. Wir treffen uns am Vulkan. Seid vorsichtig. Die Ravello wird sich nicht einfach ergeben. Jetzt kommen wir dich holen, du Bastard. Ganz richtig. Jetzt werden wir uns auf den Weg machen, die Ravello zur Strecke zu bringen. Wenn der Ladescreen nicht bis morgen noch dauert. Ja, weiter geht's. Ah, wie ich solche Strecken liebe. Oh, guck mal, ein Jet. Wo kommt der denn her? Als ob der für die Mission gedacht ist. Oh, da bin ich ein bisschen weit darüber. So, auf geht's. Hey Rico, ich hab nachgedacht. Was hast du vor, wenn die Revolution vorbei ist und wir unsere Freiheit und den ganzen Kram haben? Was dann? Das weiß ich noch nicht. Dann denk drüber nach, Fratre. Okay. Was wirst du machen? Ich habe überlegt, ins große Business einzusteigen, aus einigen meiner Garagen Autohäuser machen, Verkäufer werden, weißt du? Wirklich? Ja, ja! Hey, wollen wir Partner werden? Frigungs etc. Automobile vom Feinsten. Unsere Verkäufe sind revolutionär. Unsere Preise sind der pure Wahnsinn. Das meint ihr doch nicht ernst. Nein. Hör nicht auf sie, Rico. Wir müssen das tun. Okay, mal sehen. Wir fangen klein an. Du wohnst bei meiner Grandmadre, wie damals als Kind. Wir stecken Zeit in das Auto und machen es fertig. Mal sehen, Mario. Wenn die Ravello weg ist, genehmige ich mir als allererstes einen Drink an einem ruhigen Strand. Allein. Wie du bist, Fratre. Die Ravello.
Ravellos Helikopter hat ein Bavariumschild. War ja klar. Bavariumschilde halten mich nicht auf. Jetzt oder nie, Fratre. Mach ihn fertig. Rein da mit dir, Rico. Er taucht garantiert auf. Okay. Das ist ein Vulkan. Ha. Huh. Alter, diese Ladescreens, ne? Für diese kurze Cutscene habe ich jetzt so einen langen Ladescreen. Okay. So, dann gucken wir mal. Ja, das sieht aber nicht aus wie ein Vulkan. Wir sind Warum bei knistert dir, Rico. Das hier so? Geh da jetzt runter. Ah, okay. Tschüss denn. Okay. Das ist jetzt hier so ein Bosskampf oder was? Da bin ich ja mal gespannt. Wenn nicht immer diese Ladescreens wären. Okay. Hol ihn runter, Rico! Ja, der hat gerade so sein Bavariumschild an. Muss ich mal kurz hier. Meine Raketen, kommen Sie nicht! Kommen Sie raus, dann sterben Sie wie ein Mann, Rodriguez. Das Schild ist aus, Rico. Der Helikopter ist zäh. Aua. Verstecken Sie sich nicht. Ich kann oben an der Leiste sehen, wann das Schild ausgeht, oder was? Kommen Sie raus, Sie Feindling. Ich weiß nicht genau, ob die Entwickler sich das so vorgestellt haben. Rico, jetzt! Geben Sie endlich auf! Hä? Okay. Ich bin Sebastiano Di Ravello. Ich werde nicht brennen, ich werde nicht sterben, ich... Sie... elender Mistkerl! Wenn Sie meine Herrschaft beenden, stürzen Sie ein ganzes Land ins Chaos. Medici wird ohne mich untergehen. Gut, aber eins sollten Sie wissen. Es war Ihr Tom Sheldon, der alles eingefädelt hat, was mich an die Macht gebracht hat und Sie zum Waisen gemacht hat. Ich war eine Enttäuschung für mein Volk. Ich war eine Enttäuschung für mich selbst. Ich habe zugelassen, dass diese imperialistischen Hunde über Medici und mein Volk bestimmen konnten. Und das war ein gewaltiger Fehler. Hm. Bist du fertig? Alles klar. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Sohn von Medici. Mission abgeschlossen. Ja.
neuer Helikopter und das Spiel ist zu Ende. Also ich muss echt sagen, von dem Ende bin ich jetzt nicht überzeugt. Gegen Ende ging die Story auf jeden Fall nochmal gut ab. Aber das Ende war ja jetzt ein bisschen unspektakulär. Aber das Spiel hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe, Just Cause 4 knüpft genau da an, wo wir jetzt aufgehört haben, beziehungsweise steigert sich noch ein bisschen, was die Story angeht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Just Cause 4.